Hallihallo, meine lieben Fräuleinchen, zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich mal wieder ein paar leckere Rezepte für euch. Und zwar wurde ich vor längerer Zeit schon mal von einem meiner Fräuleinchens gefragt, ob ich denn nicht mal zeigen kann, welche Salate wir gerne zum Grillen machen, außer den klassischen Nudelsalat. Und ja, für mich gehört zum Grillen definitiv ein leckerer Salat dazu. Und deshalb habe ich euch heute 5 meiner Lieblingssalate zum Grillen abgefilmt. Unter anderem auch diesen hier. Das ist ein mexikanischer Reissalat. Ist mal was ganz anderes als, wie gesagt, der klassische Nudel- oder Kartoffelsalat. Für uns geht es jetzt raus zum Grillen und euch wünsche ich ganz viel Spaß bei diesem Video. Wir starten mit meinem absoluten Lieblingssalat und zwar ist das ein Tortellini-Salat. Dafür brauchen wir folgende Zutaten. Natürlich brauchen wir Tortellini, da nehme ich immer 250 Gramm. Ihr könnt Tortellini nach Wahl nehmen. Ich habe meistens mit Mortadella und Schinken oder nur mit Schinken, je nachdem. Dann brauchen wir eine rote Paprika. Wir brauchen Gewürzgurken, da nehme ich meistens so circa 4 Stück, 4 große allerdings. Dann brauchen wir eine Stange Lauch. Dann brauchen wir einmal Gouda, da nehme ich meistens das ganze Stück. Dann habe ich Mais, da kommt noch eine Dose rein. Das waren so die Grundzutaten. Und für das Dressing brauchen wir einen Esslöffel Tafelessig, einen Esslöffel Öl. Ich nehme meistens Sonnenblumenöl. Dann brauchen wir 3 Esslöffel Salatmayonnaise, einen Becher Schmand. Und zum Würzen nehme ich immer Salz, Pfeffer und einen guten Schuss Maggi. Und das bereiten wir jetzt gemeinsam vor. Als erstes koche ich die Tortellini ganz normal nach Packungsanleitung ab. Die Zutaten werden geschnippelt, beziehungsweise der Mais nur abgeschüttet. Und eigentlich muss dann alles nur noch gemischt werden. Und ja, das machen wir jetzt gemeinsam. You know in a fence, so tell me what are we? You know that I hate this game. You apologize, always say that you're sorry, but why does it feel the same? I used to keep my cool, but when it comes to you, I do whatever you want me to do. I used to keep my cool, but when it comes to you, I always fall. ¿Cuántas veces me volviste demente?
Wir machen gemeinsam einen Wassermelonen-Feta-Salat und dazu benötigen wir eine halbe Wassermelone, einen Feta-Käse, also 250 Gramm, eine halbe Zwiebel, dann benötigen wir zwei Frühlingszwiebeln, drei Esslöffel Olivenöl, etwas Salz, Pfeffer und das zaubern wir jetzt gemeinsam. Te quiero, baby, hasta que nazca el sol, hasta que nazca el sol. Dime, ¿cuántas veces me volviste demente? Ahora sin ti estoy tan solo, no es fácil. Te quiero, baby, hasta que nazca el sol, hasta que nazca el sol. Me volviste demente. Ahora sí que estoy tan solo, no es fácil. Te quiero, baby, hasta que nazca el sol, hasta que nazca el sol. Sin ti estoy tan solo, no es fácil. Te quiero, baby, hasta que nazca el sol, hasta que nazca el sol. Dame tu amor, dame tu amor, dame tu amor, tu amor, tu amor. Dame tu amor, dame tu amor, dame tu amor. Jetzt machen wir gemeinsam einen Couscous-Salat. Ich habe ganz viele Varianten ausprobiert, aber das ist die Variante, die wir am allerliebsten essen. Und dazu brauchen wir selbstverständlich Couscous. Ich mache jetzt 250 Gramm und da braucht ihr dazu auch ca. 400 Milliliter Wasser. Genau, dann habe ich hier Gemüse, das habe ich jetzt auch schon gewaschen, eine Handvoll Cherry-Tomaten, ein Bund Frühlingszwiebel, eine halbe Salatgurke, eine rote Paprika, ihr könnt aber auch eine gelbe nehmen. Und dann brauchen wir 5 Esslöffel Olivenöl. Wir brauchen meine Geheimzutat bei Couscous-Salat, ist definitiv ein guter Schuss Maggi. Daran sollte man nicht geizen. Meiner Meinung nach fehlt was, wenn kein Maggi dran ist. Und da brauchen wir natürlich noch Salz und Pfeffer. Als erstes werde ich jetzt den Couscous einweichen, der braucht so circa 10 Minuten und in der Zeit schnippel ich das ganze Gemüse und eigentlich muss dann alles nur noch gemeinsam vermischt werden und das machen wir jetzt zusammen.
can do. Make a move, the way my hands feel. Als nächstes machen wir einer meiner absoluten Lieblingssalate zum Grillen. Und zwar ist das ein griechischer Bauernsalat. Ich mache den innerhalb von 5 Minuten. Der geht wirklich rucki-zucki. Und ja, das hier sind die Zutaten. Wir brauchen 5 Esslöffel Tafelessig, 5 Esslöffel Olivenöl. Dann brauchen wir ein Glas schwarze Oliven, etwas Salz und Knoblauch. Ihr könnt, wenn ihr möchtet, auch noch ein bisschen Pfeffer dran machen. Dann brauchen wir eine rote Zwiebel, 2 rote Paprika, eine halbe Salatgurke und circa 5 bis 6 von diesen Tomaten. Das sind jetzt so kleine. Wenn ihr größere Tomaten verwendet, müssten eigentlich 3 Stück ausreichen. Und wir brauchen circa 150 Gramm Hirtenkäse. Und das Ganze bereite ich ganz schnell und fix im Nicer Dicer zu. Ich habe da immer noch einen Rabattcode für euch, der lautet Jasmin10. Ich blende ihn euch nochmal hier unten ein, falls ihr Interesse habt. Ich verlinke euch selbstverständlich auch noch die Seite von Genius hier unten in der Infobox, wo ihr dann den Rabattcode einlösen könnt. Ja, und wir machen jetzt, wie gesagt, gemeinsam einen griechischen Salat. Als letzten Salat machen wir einen mexikanischen Reissalat. Also, wir brauchen folgende Zutaten: einen Beutel Reis, eine rote Paprika, eine Zwiebel, eine halbe Dose Gemüsemais und eine halbe Dose Kidneybohnen. Da brauchen wir Salz und Chiliflocken. Da habe ich jetzt diese da. Dann brauchen wir für das Dressing 4 Esslöffel Ketchup. Dann brauchen wir 5 Esslöffel Olivenöl und 3 Esslöffel Tafelessig. Und wie ich den mexikanischen Reissalat mache, zeige ich euch jetzt. Als erstes kochen wir den Reis nach Packungsanleitung. Dann schnippeln wir alles, beziehungsweise den Mais und die Bohnen werden wir einmal abschütten. Und dann zeige ich euch wieder alles Step by Step. With us.
Ja, mein Lieben, und das war es auch schon wieder von mir. Ich hoffe, für den einen oder anderen war vielleicht ein leckeres Rezept dabei. Wenn ja, lasst es mich gerne unten wissen, was vielleicht von diesem Video euer Favorit war. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns in den nächsten Tagen wieder. Bis dann, ciao!